Die Geburt unserer Bundesrepublik. Für manche ist es ein Wunschkind. Gezeugt in schweren Zeiten. Doch es hat spendable Freunde und gestrenge Väter. Sie achten darauf, dass es sicher laufen lernt. Und es ihm an nichts fehlt. Die Kindheit, ein Abenteuer in Trümmern. Dann, wie ein Wunder, ändert sich alles atemberaubend schnell. Und aus dem einst hilflosen Baby wird ein begehrtes Wohlstandsfräulein. Aufbruch in ein aufregendes Jahrzehnt. In einem verwüsteten Land. Deutschland 1945. Total demoliert, die Stadt. Deprimiert und Trümmer links und rechts von der Straße. 10 Jahre später, 1955, aus Ruinen zu Rekorden. Hannover ist nicht wiederzuerkennen. Auch wenn dieses Wunder nicht allen gefällt. Und da bin ich dann später nach Hannover gekommen und habe gesagt, du lieber Gott, welche Chance ist hier vertan worden? Aber man meckert da immer herum. Ich weiß schon, in dieser Zeit war man froh, wenn ein Haus überhaupt gebaut werden konnte. Deutschland nach dem Krieg. Not und Elend von Millionen. Was kann die Zukunft schon bringen? Um Gottes Willen, sowas wollen wir nicht wieder haben. Aber positive Vorstellungen, die waren ziemlich rar. 10 Jahre später, 1955, floriert die Wirtschaft. Zweistellige Wachstumsraten Jahr für Jahr. Und der millionste Käfer läuft vom Band. Der Aufstieg nach dem Krieg, ein Wunder? Habe ich als normal empfunden. Nachträglich, würde ich sagen, von heute aus gesehen, war es erstaunlich. Nach dem Krieg ist Deutschland aufgeteilt in Besatzungszonen. Ein Objekt der Sieger. Sie wollen die Deutschen zur Verantwortung ziehen. Fabriken werden demontiert. Es ist ein tiefer Fall. 10 Jahre später, 1955. Die Bundesrepublik ist souverän und Partner der einstigen Gegner. Sternstunden einer Jugend. Es werden wieder Siege gefeiert. Der wundersame Gewinn der WM 54 bringt neues Selbstbewusstsein. Und auch das erschien vielen wie ein Wunder. Heimkehr der letzten Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion. Der wohl tränenreichste Moment der jungen Bundesrepublik. Wiedersehensszenen bewegendster Art. Da lebte der Vater noch oder der Bruder oder der Sohn. Das war toll. Das war so emotional, als ob der verlorene Krieg etwas beseitigt wurde. Kaum eine Nation hat sich so selbstmörderisch zerstört wie Deutschland im Krieg. Hat so viel Leid und Tod verursacht. In den Trümmerwüsten kämpfen die Überlebenden um die nackte Existenz. Es fehlt an allem, an Brennholz, an Wohnungen. Tausende hausen in Bunkern oder in Erdlöchern. Es kann nur besser werden. Und im Nachbarzimmer wohnte eine andere Familie. Und im dritten Zimmer in derselben Wohnung eine dritte Familie. Und 4 Frauen in einer Küche. Das war das Normale. Und man hatte nichts zu brennen und man hatte nichts zu essen. Und das waren die Probleme, mit denen man sich rumschlagen musste. 6 Millionen Vertriebene allein in den 3 westlichen Zonen. Entwurzelte Menschen auf der Suche nach einer neuen Heimat.
Man war nicht gerne gesehen, weil man ja in gewisser Weise, wenn wir nicht da gewesen wären, wäre eben für die Einheimischen mehr da gewesen. Ein Essen aus Kartoffelschalen. Es reicht gerade so zum Überleben. Wir haben nichts zu essen. Wir haben eigentlich gar nichts. Wir haben nur gute Laune. Und das stimmte ganz genau. Frühling in Berlin. Die Fassade fiel, aber dahinter blieb Lebensmut, Unerschütterlichkeit und die Fähigkeit, sich anzupassen. Kinder sind erfinderisch. Die Trümmerstätte wird zur Spielwiese. Man will nicht ertrinken. Man ist wie der Frosch in der Milch. Man schlägt so lange um sich, bis man auf der Sahne sitzt und nicht untergeht. Die Menschen geben nicht auf. Und Not macht erfinderisch. Keiner braucht mehr Stahlhelme, aber Küchensiebe. So klein beginnen große Erfolgsgeschichten. Kunden mussten wieder kommen. Zu verkaufen hatten wir ja kaum etwas. Aber wir konnten Schuhe reparieren. Wir haben in kürzester Zeit 12 Schuhmacher eingestellt. Irgendwo im Hinterhof noch eine Werkstatt eingerichtet dafür. Ganz Deutschland gleicht einem Reparaturbetrieb. Man suchte jede Gelegenheit, um den Leuten Schuhe oder Schuhähnliches zu besorgen. Dazu gehörten also auch Sandalen mit Holzsohlen. Die Kreativität der Menschen haucht der Wirtschaft neues Leben ein. Aus Holzsohlen und Fallschirmgurten macht Deichmann einen Verkaufsschlager. Ein bescheidener Anfang. Was aber haben die Sieger mit Deutschland vor, dass sie noch gemeinsam regieren? Das Land ist geteilt in 4 Besatzungszonen. Doch die Kriegsallianz zeigt schon erste Risse. Es wurde ziemlich bald klar, dass die Alliierten sich in Sachen der Zukunft Deutschlands nicht einigen würden können. Die Vorstellungen von Demokratie waren radikal unterschiedliche. Das ging nicht zusammen. Die Sowjetunion will eine sozialistische Gesellschaft, möglichst in ganz Deutschland. Die Amerikaner haben andere Werte. Sie wollen die Deutschen umerziehen und zu freiheitlichen Demokraten machen. Nach Jahren der Diktatur ist das ein ehrgeiziges Projekt. Aber was wirklich eine Demokratie sein kann und was sie nicht sein kann, davon hatte man keine Ahnung. Konrad Adenauer, Kölns einstiger Oberbürgermeister, ist einer der wenigen Deutschen, denen die Amerikaner vertrauen. Vor dem Rest wird gewarnt. Das ist dein Job in Deutschland. Die deutsche Gier nach Eroberung ist nicht erloschen. Sie versteckt sich nur. Irgendwo in Deutschland sind die SS-Garden, die Schutzstaffel, die Gestapo-Gangster. Jetzt ohne Uniform. Du kannst sie nicht erkennen, aber sie erkennen dich. Nur ein einziger Fehler kann dich das Leben kosten. Traue keinem. Sie haben uns ja zum großen Teil natürlich auch ein bisschen verachtet. Was heißt ein bisschen? Sie haben uns stark verachtet. Und wir haben langsam erfahren, dass sie recht hatten, uns zu verachten. Denn wir sind ja die gewesen, die die Kinder von denen waren, die den gewählt haben, der das gemacht hat. In Konzentrationslagern wie Buchenwald bei Weimar. Die Amerikaner konfrontieren die Bevölkerung mit den Verbrechen der NS-Zeit. Unter den Befreiern ist auch ein deutscher Jude. 1938 war er für 6 Wochen in Buchenwald inhaftiert. Jetzt kehrt er zurück in amerikanischer Uniform. Nach diesem Besuch in, Besuch ist ein falsches Wort, in Buchenwald, habe ich beschlossen, ich werde eine Zeit lang hier bleiben. Wie lange war, wusste man nicht. Weil ich eben gesagt habe, nach dem, was ich gesehen habe, will ich mithelfen, zu verhindern, dass die gleichen Fehler gemacht werden, wie sie nach dem Ersten Weltkrieg gemacht worden sind. Die ersten Schritte in die Demokratie. Für die US-Militärregierung prüft Ernst Kramer, wer eine Zeitung herausgeben darf. Die Deutschen mussten sich die demokratischen Werte selber erarbeiten.
Und dazu dabei mitzuhelfen, auch in Gesprächen und in Vorträgen und so weiter, das habe ich allerdings als meine Aufgabe angesehen. Große und kleine Täter werden verhaftet. Aber bald heißt es, alle Deutschen, auch viele Nazis, werden zum Wiederaufbau gebraucht. Die Entnazifizierung ist nicht gelungen. Entnazifizierung von außen geht nicht. Entnazifizierung geht nur von innen. Schon 1946 lockert sich das Verhältnis zwischen Siegern und Besiegten. Denn im heraufziehenden Kalten Krieg brauchen die Amerikaner neue Verbündete. US-Außenminister George Marshall will Europa, auch Deutschland, wieder aufbauen, damit es nicht ganz kommunistisch wird. Für ihn steht die ganze Welt auf der Kippe. Es war den Amerikanern und Briten, weniger den Franzosen, klar, dass ein hungerndes, darbendes Deutschland natürlich eine leichte Beute des Kommunismus werden würde. Und das galt es zu verhindern. Der Marshallplan, ein gigantisches Hilfsprogramm für Europa, wird zur Strategie im Kalten Krieg. Er hilft der Wirtschaft und schafft politisch Fakten. Mit dem Marshallplan wurden die drei westlichen Besatzungszonen plötzlich zu einer wirtschaftlichen Einheit zusammengeführt. Und kluge Leute begriffen, das ist der Anfang einer eigenen deutschen Staatlichkeit. Millionen Pakete der amerikanischen Hilfsorganisation CARE bringen den Deutschen Lebensmittel und neue Hoffnung, in der Krise nicht allein gelassen zu werden. Die gute Gabe aus Übersee macht den Westen schmackhaft. So schafft man sich Freunde. Das hätten wir ohne die Millionen Care-Pakete der Menschen gemacht, die einfach nun sagten, uns tun die Deutschen leid und wir helfen ihnen. Es sind immer noch Zeiten des Mangels. Lebensmittel sind rationiert. Den Grundbedarf gibt es auf Karte. Schlange stehen ist Alltag für die Menschen. Das Geld, die alte Reichsmark, ist nichts mehr wert. Der Schwarzmarkt blüht. Er will das ändern. Ludwig Erhard, Wirtschaftsdirektor der Bizone. Wir haben drüber gesprochen und so weiter. Er sagt, die Währung ist kaputt. Unsere Währung ist nichts mehr wert. Wir müssen eine solide Basis schaffen, auf der wir aufbauen können. Das wollen auch die Amerikaner. Im Frankfurter IG Farbenhaus, jetzt Sitz der US-Militärregierung, wird eine geheime Operation eingeleitet. Ein harter Schnitt steht bevor. Da liegen sie, die deutschen Markscheine. 40 Mark für jeden. Das Startgeld in einen neuen Abschnitt des Daseins. Man hatte ja natürlich ungeheure Wünsche, was man damit machen wollte. Kleider, Schuhe, Essen, Einrichtungen, Matratzen, Küchen, Kochtöpfe. Es gab nichts, was man sich nicht wünschte. Und plötzlich gibt es all das zu kaufen. Über Nacht haben sich die Schaufensterauslagen gefüllt. Überall haben Ladenbesitzer Waren gehortet, um sie nicht für wertlose Reichsmark verkaufen zu müssen. Was an Ware da war, wurde gezeigt und wurde praktisch in den ersten zwei Tagen verkauft. Und das löste in mir sofort den Reflex aus. Du musst also das Geld sofort wieder umsetzen. Wir brauchen ja neue Schuhe. Die Leute wollen jetzt richtige Schuhe kaufen, nicht mehr Holzsandalen. Denn das Geld in der Lohntüte ist wieder etwas wert. Weil gleichzeitig Ludwig Erhard eigenmächtig Preisbindung und Bewirtschaftung weitgehend freigibt, kommt die Marktwirtschaft in Schwung. Das wurde zu einem deutschen Nachkriegssymbol, vielleicht zum wichtigsten überhaupt. Und nicht die Gründung der Bundesrepublik, sondern die Währungsreform vom 20. Juni 1948 galt als der große Wendepunkt, als die große Zäsur nach dem Zusammenbruch von 1945. Vor der Währung, nach der Währung. Das war eine ganz gängige Zeiteinteilung. Die Gelder aus dem Marshallplan und die neue starke Währung zeigen Wirkung. Der Wiederaufbau geht voran, auch hier in Hannover. Hin und wieder stellte man fest, da kam da wieder ein kleines Haus, da kam da wieder ein großes Haus, da fing es da wieder an zu blühen, dann hat man ununterbrochen Kräne gesehen und
es hat sich was bewegt. Es war schön. In Frankfurt drängen die Alliierten, dass sich auch politisch etwas bewegt. Seit der Währungsreform ist die deutsche Teilung für jedermann sichtbar. 1. Juli 1948. Die Militärgouverneure servieren den westdeutschen Länderchefs schwere Kost. Die Militärgouverneure wiesen die Ministerpräsidenten an, bis spätestens 1. September dieses Jahres eine verfassunggebende Versammlung einzuberufen, um wenigstens Westdeutschland zu einer politischen Einheit zusammenzuschließen. Doch die Ministerpräsidenten haben größte Bedenken. Die Ministerpräsidenten der westdeutschen Länder hatten die große Befürchtung, die auch nicht unberechtigt war, dass damit die deutsche Teilung auf Dauer festgeschrieben würde. Das heißt, jeder Schritt auf dem Wege zu einem westdeutschen Staat musste automatisch dazu führen, dass die Wiedervereinigung der beiden Teile Deutschlands auf lange Zeit unmöglich würde. Rittersturz, so heißt ein Felsenhoch über Koblenz. Hier hatte sich einst ein von Feinden bedrängter Ritter in die Tiefe des Rheintals gestürzt. So ähnlich fühlen sich die Deutschen, die hier über die Alliierten Weisungen beraten, in diesem Tagungshotel. Wir stehen vor der schweren Aufgabe, zu Fragen Stellung zu nehmen, die an den Lebensnerv unseres Volkes rühren. Sie wollen die deutsche Teilung verhindern. Haben Sie überhaupt eine Chance? Nein. Der weltpolitische Gegensatz zwischen den Westmächten und der Sowjetunion war mittlerweile so tief, dass deutsche Versuche, diesen Gegensatz zu überbrücken, gescheitert wären. Es gab keine Möglichkeit, von Deutschland aus, von einem geschlagenen Land aus, diese Entwicklung im Wesentlichen noch einmal rückgängig zu machen. Frostige Zeiten zwischen Siegern und Besiegten. Die amerikanische Besatzungsmacht reagiert genervt. Sie hat andere Interessen. Im Hauptquartier wird gehöhnt. Die Deutschen stellten sich an wie ein Mädchen, das zwar wolle, aber sich nicht traue, es zu sagen und dann auch noch auf der Garantie bestehe, nicht schwanger zu werden. Dabei sieht die ganze Welt, wie entschlossen die Alliierten West-Berlin am Leben erhalten. Gegen die sowjetische Blockade. Die Berliner Luftbrücke macht aus Besatzern schützende Verbündete. Die Ministerpräsidenten fügen sich in die Schwangerschaft. Was bleibt ihnen auch anderes übrig? Man muss natürlich zugeben, dass auch die Weisheit der Ministerpräsidenten manchmal begrenzt ist. Und auch die Weitsicht ist nicht unbedingt jedem gegeben. Und in dieser Situation des Jahres 1947, 48 tatsächlich zu erkennen, was die Stunde geschlagen hatte, dass man also im Grunde sich diesem längst fahrenden Zug gar nicht mehr in den Weg stellen konnte. Diese Weitsicht, glaube ich, diese Einsicht, die hatten eben nicht alle. Die Geburt der Bundesrepublik ist beschlossen. Ein Wunschkind der Alliierten. Doch viele Deutsche wissen noch nicht, ob sie es dauerhaft annehmen und großziehen wollen. 1949 fragen Demoskopen aus Allensbach, was die Menschen von einem westdeutschen Bundesstaat halten. Euphorie sieht anders aus. Also es war ein ganz ambivalentes Meinungsbild, aber die Mehrheit war denn doch überzeugt, es gibt keinen anderen Weg, weil man eben gar nicht anders konnte, als zur Kenntnis nehmen, dass die Entwicklung in der russisch besetzten Zone eine ganz andere war als bei den westlichen Alliierten. Eine Savannenlandschaft mitten in Deutschland. Was haben diese Tiere mit der Gründung der Bundesrepublik zu tun? Einige, allen voran diese Giraffe, werden Zeugen eines historischen Moments. Im Zoologischen Museum König in Bonn tritt der Parlamentarische Rat zusammen, um das Grundgesetz auszuarbeiten. Wenn es jetzt noch nicht zu einer gesamtdeutschen Verfassung kommen kann, so ist das wahrlich nicht unsere Schuld. Wir sind aber entschlossen, den Anfang zu einer neuen deutschen Staatsbildung zu machen. Ernste Worte vor einer skurrilen Kulisse im Lichthof des Museums König.
Das Grundproblem bestand darin, dass man einen Staat schaffen musste, der keiner sein durfte, dass man eine Verfassung brauchte, die man nicht so nennen durfte, und dass man Institutionen schaffen musste, die einerseits stabil waren, andererseits aber jederzeit damit rechnen mussten, wieder abgeschafft zu werden. Die Quadratur des Kreises. 70 Abgeordnete machen sich in der Pädagogischen Akademie in Bonn an die Arbeit. Zwei Persönlichkeiten prägen den Parlamentarischen Rat. Der Präsident Konrad Adenauer, CDU, und Carlo Schmidt von der SPD. Es war gedacht als ein Provisorium. Und man wusste nicht, dauert das Provisorium 10 Jahre oder dauert es 30 Jahre, aber es sei ein Provisorium. Die Deutschen interessieren sich kaum für die wegweisende Arbeit der Parlamentarier. Entsprechend schlecht werden diese entlohnt. Sie halten sich nur mühsam über Wasser, lassen sich für Interviews vom Rundfunk bezahlen. Die Alliierten hingegen wollen so viel wie möglich über die Arbeit an der Verfassung wissen. Kann man diesen Deutschen schon wieder trauen? Argwöhnisch beäugen die Geheimdienste der Siegermächte die Geburt der Bundesrepublik. Parlamentarier werden bespitzelt, die Post geöffnet, Telefone abgehört, auch das von Konrad Adenauer. Der US-Geheimdienst legt Dossiers über Abgeordnete an. Und britische Spione schreiben mit, wenn deutsche Politiker über die neue Verfassung diskutieren. Die Abhörprotokolle sind bis heute nicht freigegeben. Das Baby Bundesrepublik ist unterwegs, aber die Menschen haben andere Sorgen. Die Dinge, die das eigene Geschäft betrafen, das eigene Leben, das war alles doch sehr viel wichtiger als das, was da in Bonn geschah. In den drei Westzonen herrscht Aufbruchstimmung. Mein lieber Freund, die alten Zeiten sind vorbei. Ob man da lacht, ob man da weint, die Welt geht weiter, 1, 2, 3. Wir sind die Eingeborenen von Tritsunesien. Heidi, Chibla, 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 Bum. Wir haben Mägdelein mit feurig wildem Wesen. Heidi, Chibla, 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 Bum. 4 Jahre nach Kriegsende blicken die Deutschen wieder optimistischer in die Zukunft. Auch wenn sie wissen, dass aller Anfang schwer ist. Die Naherwartungen waren sehr pessimistisch. Man rechnete eher damit, dass es in einem Jahr der Nation schlechter gehen würde, ökonomisch als besser. Aber mittel- und langfristig waren die Deutschen überzeugt, also das wird bewältigt und man wird eine Zukunft haben. Hier am Rhein wird daran gearbeitet. Wie soll der neue Staat aussehen? Die Verfassungsväter wollen aus den Fehlern der Vergangenheit die Lehren ziehen und eine stabile Demokratie schaffen. Kern der neuen Verfassung sind die Grundrechte, wie Glaubensfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit. Frauen haben in und nach dem Krieg oft auch noch Männerarbeiten übernommen. Jetzt geht es um ihre Gleichstellung. Dafür kämpfen 4 Frauen im Parlamentarischen Rat, darunter Elisabeth Selbert von der SPD. Und in der 3. Lesung hat Elisabeth selber gesiegt. Und es war der Glücksfall für uns Frauen, dass damit alle Bundesverfassungsgerichtsurteile ganz klipp und klar zugunsten der Gleichberechtigung ausgefallen sind. Wie es sich in einer Demokratie gehört, werden Vorschläge gemacht und diskutiert. Die Frage nach der neuen Fahne beflügelt die Fantasie der künftigen Bundesbürger. Am Ende siegt Schwarz-Rot-Gold, die Farben einer freiheitlichen deutschen Tradition. Der Parlamentarische Rat in Bonn hat das in 8 Monaten entstandene Grundgesetz für die neue Bundesrepublik Deutschland verabschiedet. Mit 53 Ja-Stimmen gegen 12 Nein-Stimmen nahmen die Abgeordneten das Verfassungswerk an. Für mich entstand in Westdeutschland der Staat, den ich mir gewünscht hatte. Wir haben auch im Seminar an der Universität uns mit den Beratungen des Parlamentarischen Rates befasst.
an dem Tag, am 23. Mai 1949, war ich mitten in meinem Referendarexamen. Aber ich fand es wunderbar, dass wenigstens dort ein demokratischer Staat entstand. Ein neuer Staat erblickt das Licht der Welt. Die Bundesrepublik. Zur Geburt ein bescheidener Festakt. Die Eltern, Sieger und Besiegte, sind gespannt, was aus dem Sprössling wird. Worauf kommt es an? Nie wieder sollte es möglich sein, dass mit legalen Mitteln die Demokratie abgeschafft wurde. Nie wieder Diktatur. Nie wieder Krieg. Ich hatte nur Hoffnung, ich hatte überhaupt keine Befürchtung. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass man nun auf einmal all diese Rechte und Möglichkeiten hat und auch wieder leben konnte anständig. Beinahe wäre es beim Festakt zum Eklat gekommen. Das Lied der Deutschen ist von den Besatzungsmächten verboten. Carlo Schmidt rettet die Situation und ordnet statt Haydn Händel an. Das Provisorium wird eingerichtet. Es waren sehr zwiespältige Gefühle, weil natürlich jeder wusste, dass die Gründung der Bundesrepublik eben auch zur Gründung eines ostdeutschen Staates führen würde und dass damit die Teilung Deutschlands praktisch beschlossen worden war. 4 Monate später wird aus der sowjetisch besetzten Zone die DDR. Sie versteht sich als das bessere sozialistische Deutschland. Diese Hoffnung teilen nicht alle. Ich hatte Demokratie und Freiheit erwartet und nicht eine neue und andere Form der Unfreiheit. Seit 1946 ist Hans-Dietrich Genscher Mitglied der Liberalen Partei. Bald aber zählt in der sowjetischen Zone nur noch das Wort einer zwangsvereinigten Einheitspartei. Die DDR hat einen schweren Start. Die sowjetischen Sieger demontieren weite Teile der Industrie. Als ich im Osten war, dachte ich, wir sind die armen Schweine, die die Rechnung des Kriegs bezahlen. Die Propaganda gibt sich alle Mühe, darüber hinwegzutäuschen. Es kommt zu einem bescheidenen Aufschwung. In der DDR herrscht Planwirtschaft. Von Hilfen aus dem Westen wie von den USA angeboten, wollen die Herrschenden in Moskau und Ostberlin nichts wissen. Sie arbeiten am Sozialismus nach sowjetischer Prägung. In der Beginn DDR hieß es, wir brauchen keinen Marshallplan. Ich erinnere mich noch genau an diese Transparente, wir kurbeln selbst die Wirtschaft an. Und dieses Selbstankurbeln der Wirtschaft war ziemlich trostlos in der realen Erfahrung. Eines Tages werden in allen Straßen Deutschlands solche Läden mit hoher Verkaufskultur den werktätigen Menschen unserer Heimat den Einkauf zur Freude machen. Tatsächlich verkauft wird nur die Hoffnung. Man ging zum Beispiel in ihren Gemüseladen, da hing noch ein 40 Jahre altes Werbeschild, esst mehr Südfrüchte. Aber in diesem ganzen Gemüseladen waren 3 oder 4 rote Rüben oder 5 Kartoffeln. Und sonst gab es gar nichts. Einem solchen System kehren immer mehr Menschen den Rücken, Richtung Bundesrepublik. Einer von ihnen ist Hans-Dietrich Genscher. Je geringer die Aussicht auf eine baldige Vereinigung wurde, umso größer wurde eigentlich mein Wille, eines Tages nach Westdeutschland zu gehen. Denn was dort entstand, nämlich die Bundesrepublik Deutschland, das betrachtete ich als meinen Staat und nicht das, was in der DDR entstand. Sommer 1949, erster Bundestagswahlkampf. Am 14. August darf keiner zu Hause bleiben. Alle müssen zur Wahl ohne gehen. Es gewinnt die CDU-CSU knapp vor der SPD. Wer wird erster Kanzler? In seinem Haus in Rhöndorf bei Bonn ergreift Adenauer die Initiative. Wichtige politische Freunde und Gegner werden fürstlich bewirtet. Dann kürt sich der Gastgeber selbst zum Kandidaten für das Kanzleramt. So beginnt die Ära Adenauer. Also diese Szene in Rhöndorf ist insofern wirklich historisch zu nennen, weil sie die politischen Talente Adenauers sehr genau demonstriert. Also es ist diese
erstaunliche Mischung von Initiative, taktischem Kalkül und der Verbreitung einer Atmosphäre, die dann politische Entscheidungen tatsächlich ermöglicht. Kanzler mit 73 Jahren und nur einer Stimme Mehrheit. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Naja, er war ein autokratischer Patriarch, ganz eindeutig, der von parlamentarischen Demokratie nicht so schrecklich viel gehalten hat, es aber akzeptiert hat. Als Kanzler zieht Adenauer in das Palais Schaumburg in Bonn, die neue Machtzentrale. Hier im ersten Bundeskanzleramt beginnt das Abenteuer Bundesrepublik. Eine Mission mit ungewissem Ausgang. Eine Erfolgsgeschichte, wie wir heute wissen. Geschrieben wird sie von einer Gründergeneration, die vom Krieg gezeichnet ist. Von Männern wie Kurt Schumacher, Vorsitzender der SPD. Carlo Schmitt oder der erste Bundespräsident Theodor Heuss. Die Gründergeneration hat die Ernsthaftigkeit ausgezeichnet, dass die Demokratie die letzte Chance für die Deutschen ist, wieder ein angesehener Staat und ein angesehenes Volk zu werden. Die parlamentarische Demokratie lernt laufen. Erste Sitzungen im Bundestag. Eine neue Hauptstadt muss gefunden werden. Wird es Frankfurt oder Bonn? Es gab Merkwürdigkeiten im Vorfeld der Entscheidung. Es gab auch einen Nachrichten-Blackout im Vorfeld. Es gab Falschmeldungen. Also es gab alles Mögliche im Vorfeld dieser Wahl. Für Frankfurt spricht die Tradition des ersten Parlaments in Deutschland. Und für Bonn? Es seien Bestechungsgelder von der Industrie geflossen, schreibt der Spiegel 1950. Abgeordnete der Bayernpartei hätten Geld erhalten, um für die Stadt am Rhein zu stimmen. Es wird nie geklärt, ob alles mit rechten Dingen zuging bei der Wahl Bonns im Bundestag im November 1949. Dass die neue Hauptstadt am Rhein liegt, freut vor allem Konrad Adenauer. Entscheidend war vielmehr, dass Frankfurt eine sehr naheliegende Wahl gewesen wäre. Das hätte aber bedeutet, dass eine sehr starke Tendenz erkennbar geworden wäre, das zu einem dauerhaften Sitz von Parlament und Regierung zu machen. Und insofern war Bonn natürlich als Zeichen sozusagen des Provisoriumscharakters des Grundgesetzes und dieser Bundesrepublik natürlich eine ideale Wahl. Hoch über der neuen Hauptstadt Bonn thront der Petersberg, Sitz der drei hohen Kommissare, Vertreter der Siegermächte. Der neue Kanzler beim Antrittsbesuch mit Wirtschaftsminister Ludwig Erhard. In der jungen Bundesrepublik gilt das Besatzungsstatut. Die Sieger haben noch immer das letzte Wort. Doch Adenauer strebt nach Souveränität, will auf gleicher Augenhöhe sprechen, ignoriert das Protokoll, tritt selbstbewusst auf den Teppich der hohen Kommissare. Er hat sich diese Entscheidungsfreiheit Schritt für Schritt erkämpft. Adenauer kannte die Schranken, die ihm gesetzt waren, aber er versuchte den Handlungsspielraum durch enge Zusammenarbeit mit Frankreich, mit Großbritannien und vor allem den Vereinigten Staaten von Amerika zu vergrößern. Ausgerechnet ein Krieg bringt neue Perspektiven. Die Kämpfe in Korea schüren auch in der Bundesrepublik die Angst vor dem Kommunismus. Wir stehen vor der Wahl zwischen Sklaverei und Freiheit. Wir wählen die Freiheit. Gegen massive Widerstände setzt er die deutsche Wiederbewaffnung durch und den Beitritt zur NATO. Was soll diese Nation, die den Krieg begründet und die Vernichtung verursacht hat, soll die wieder Militär haben? Das war ja eine irre Diskussion, aber die endete damit, dass Deutschland eine Bundeswehr bekam, die der Freiheit dienen sollte. Und das hat für das Selbstbewusstsein unglaublich viel getan und bewirkt. Am wichtigsten für das neue Selbstbewusstsein aber ist die boomende Wirtschaft. Der Krieg in Korea steigert die Nachfrage nach Industriegütern. Und die Deutschen haben neue Maschinen, niedrige Löhne und fleißige Arbeiter. So entsteht ein Aufschwung, das Wirtschaftswunder.
Insgesamt war das, was in den 50er Jahren einsetzte, der am längsten anhaltende Boom des 20. Jahrhunderts. Eine Entwicklung, die 1945 bestimmt niemand vorhergesehen hat. Die soziale Marktwirtschaft von Ludwig Erhard bringt den Menschen Arbeit und ersten Wohlstand. Nur wenige Jahre zuvor waren viele noch für Planwirtschaft und sahen Erhards Konzept ausgesprochen skeptisch. Und erst als der Erfolg sich sukzessive so ab Mitte der 50er Jahre einstellte, erst da wuchs das Zutrauen in dieses Wirtschaftssystem und erst da wuchs auch die Popularität von Erhard, der über weite Teile einer der unpopulärsten Politiker der Republik war. Ja, gerade in der ersten Hälfte der 50er Jahre 14% gute Meinung. Es gibt heute wenige Politiker, die so schlecht angesehen sind, wie Erhard es damals war, als er die Marktwirtschaft einführte. Der Erfolg lässt die Menschen umdenken. Die Arbeitslosigkeit liegt Anfang der 50er noch bei 2 Millionen und sinkt, je mehr die Wirtschaft boomt. Seit den späten 50ern herrscht quasi Vollbeschäftigung. Die Bundesrepublik wird eine führende Wirtschaftsmacht. Erhard war klar, eine Alternative zur Planwirtschaft kann nur eine Marktwirtschaft sein. Aber er war klug genug, nicht eine angelsächsische Marktwirtschaft einzuführen, sondern wir müssen auf den deutschen Fundamenten aufbauen. Und darin liegt eben sein Verdienst, das bis heute nachwirkt. Er hat das Alte, den Sozialstaat, mit der Marktwirtschaft verschmolzen. Die soziale Marktwirtschaft verspricht Wohlstand für alle. Und davon träumen die Menschen. Das Nachholbedürfnis ist enorm. Fresswelle, Kleiderwelle, Möbelwelle. Endlich wieder aus dem Vollen schöpfen. Auch bei den Deichmanns geht es aufwärts. Das Unternehmen expandiert. Soziale Marktwirtschaft, was heißt das für einen Unternehmer der ersten Stunde? Wirtschaft ist unser Schicksal, ist unsere Notwendigkeit. Wir können ohne Wirtschaften nicht sein. Aber das Wirtschaften geschieht nicht nur für den Unternehmer, sondern für die Kunden und für die Mitarbeiter auch. Wir sitzen da alle in einem Boot. Gutes Wirtschaften lässt Träume wahr werden. Beliebtestes Reiseziel der Deutschen ist Italien. Sich herausputzen, den neuen Wohlstand genießen und nicht mehr Schlange stehen. Flüchtlinge aus der DDR, die in die Bundesrepublik kommen, erleben einen Kulturschock. Eine Welt, in der ich mit meiner Tante zum Metzger ging, und die Angestellten sagten, während sie Wurst abschnitten, darf es etwas mehr sein. Ich hatte zum ersten Mal gehört, darf es etwas mehr sein. Der größte Traum ist das eigene Häuschen. Bis Mitte der 50er Jahre ist in der Bundesrepublik die ärgste Wohnungsnot beseitigt. Aber noch immer besitzen erst 5% ein Auto und nur jeder Dritte eine Badewanne. Doch Hunger leiden immer weniger. So wundervoll waren die Zeiten auch nicht. Das war immer noch so, dass man eine Wohnung vom Amt kriegte. Und nicht für sich allein und die eigene Familie. Es gibt auch Schattenseiten. Die Spuren des Krieges sind überall sichtbar. Hunderttausende Vertriebene und Flüchtlinge leben noch immer in Hütten. Die Regierung beschließt einen Lastenausgleich. Die Gesellschaft solidarisiert sich mit den Heimatlosen. Viele helfen sich selbst und leisten ihren Beitrag zum Wiederaufbau. Erstens mal haben wir ja die Sprache gesprochen und zweitens einmal hatten wir den Aufbauwillen. Wir wollten ja da sein, wir wollten ja uns hier integrieren, uns ein Stück neue Heimat schaffen. In Neugablonz im Allgäu wird sie fündig. 13.000 Vertriebene leben und arbeiten hier. Diese Glasbläser aus Gablonz gehören zu den mehr als 12,5 Millionen Heimatvertriebenen und Flüchtlingen, die die Bundesrepublik nach dem Kriege aufnahm. Mit Hilfe staatlicher Unterstützung gelang es ihnen in jahrelanger Arbeit, wieder 3 Glashütten in Betrieb zu nehmen, in denen sie das Rohmaterial für ihren weltbekannten Gablonzer Glasschmuck herstellen. Dieses Deutschland hat es doch tatsächlich geschafft, ein paar Millionen Vertriebene zu integrieren. Das ist eine hohe Leistung. Die haben es einfach geschluckt. Wie vom Erdboden verschluckt scheinen die Millionen Parteimitglieder der NSDAP.
Einige sind schon wieder in Amt und Würden, in Behörden und im Wirtschaftsleben. Der Umgang mit den alten Nazis ist eine Bewährungsprobe für die junge Demokratie. Auch in Adenauers Kabinett sind Politiker mit Vergangenheit, wie Staatssekretär Hans Globke, Kommentator der Nürnberger Rassegesetze. Also so einfach, dass nun alle frisch geputzte Demokraten waren, so war es nicht. Diese Szene hat sich tatsächlich ereignet. In einer Kleinstadt versammeln sich Bürgermeister und Stadträte vor dem Ofen des Gaswerkes. Sie wollen einen Schlussstrich ziehen. Wir sollten uns nicht mehr länger belasten mit irgendwelchen Vergangenheiten, die uns nur noch quälen und uns nicht weiterbringen. Dann werden sämtliche Entnazifizierungsakten und das lokale Mitgliederverzeichnis der NSDAP vom Bürgermeister den Flammen übergeben. So soll die Vergangenheit entsorgt werden. Es war die Tendenz, und diese Tendenz nannte man Vergangenheitspolitik, und die meisten waren eben dafür, Vergangenheitspolitik bedeutet Schlussstrich. Nach vorne schauen, sich eine Zukunft aufbauen, das treibt die Menschen an. Arbeit und Wohlstand bringen die Demokratie zum Laufen. Ohne Wirtschaftswunder nicht das, was man die Akzeptanz der Demokratie nennt. Die wäre jedenfalls nicht so rasch und auf so breiter Front gekommen, wenn nicht Demokratie und wirtschaftlicher Fortschritt Hand in Hand gegangen wären. Sichtweisen ändern sich. Wer hat am meisten für Deutschland geleistet, fragen Meinungsforscher 1950. Bismarck führt die Liste an, Adenauer wird nicht genannt. Doch jeder Zehnte entscheidet sich für Hitler. 5 Jahre später wird dieselbe Frage nochmal gestellt. Es hat sich viel verändert. Nach Bismarck rangiert jetzt Adenauer mit 17%. Die Zustimmung zu Hitler sinkt. Man hat gesehen, dass Adenauers Kurs das Land aus diesem Desaster sukzessive herausführte. Man hat auch gesehen, dass Deutschland international allmählich wieder richtig verankert wurde. Sich versöhnt mit einstigen Gegnern. Wiedergutmachung leistet. Und ankommt im Westen als Mitglied der NATO. Der Preis ist die deutsche Teilung. Die innerdeutsche Grenze wird zur Frontlinie im Kalten Krieg. Das geteilte Berlin, eine offene Wunde. 1955 in Bonn, 10 Jahre nach dem Krieg. Mit tiefer Genugtuung kann die Bundesregierung feststellen, wir sind ein freier und unabhängiger Staat. Das würde ich als eine Art Wunder bezeichnen. Die Bundesrepublik war kein Paradies auf Erden, die alte Bundesrepublik, aber sie ist dem Zustand der Gleichberechtigung aller Schichten ziemlich nahe gekommen. Aus Ruinen zu Rekorden. Ein Grund zur Freude. Ich wünsche diesem Land, dass es sich seiner freiheitlichen Wurzeln bewusst bleibt. Glückwünsche, die an die Anfänge erinnern. Zuversicht ohne Selbstgefälligkeit. Und für die Zukunft? Frieden. Alles Gute.